Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu meinem neuesten Let's Play Grand Casino Tycoon. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Netten Dank nochmal an Sandmann an der Stelle. Ich muss mal ganz kurz schauen, wir stellen das Gameplay erstmal auf Deutsch um. Ich bin tatsächlich das erste Mal hier drin, sonst hätte ich das schon im Vorhinein gemacht. Video können wir, denke ich, so lassen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, wir haben ja anscheinend mehrere Level. Was gibt es denn hier für Auszeichnungen? Also Bronze, erreiche 75% Beliebtheit bei allen Arten von Spielen. Silber, erziele einen Profit von mindestens 5000. Und Entwickler, schließe alle Ziele in diesem Casino ab. Das sollten wir doch mal hinbekommen. Würde ich sagen, legen wir einfach mal ohne weitere Umschweife los. Ich bin gespannt, ob es überhaupt ein Tutorial gibt. Ach, there you are. It's been more than a year. Where have you been all this time? I have a new job for you. Help me manage my newly built casinos and drain some rich kids of their daddy's money. Take it all and give it to those who really need it. Me. Mm-hmm. I know you already know this, but let's go through the controls anyway. Move the camera using WASD or by holding the right mouse button. Rotate it with the middle mouse button. You know the drill. Use the scroll wheel to zoom in on every beautiful detail of our casino. Gut, die Bewegung ist also die altbekannte. Well, right now it's rather empty here. Let's change that. Gerne doch. My market research team put together a checklist of objects which our potential guests will want to have. These are the requirements for a gambler type. Mm-hmm. Gut. Let's get building. Go on and open the build menu. Let's first build the items in the requirements to lure in our first guests. Gut, dann müssen wir einen Spielautomaten mit niedrigem Einsatz platzieren, eine Standardbar, einen Standardbartisch, Standardbusiness, ne, platziere Businessbuffet, Essenstisch und eine Toilette. Puh, bleibt die Frage, wohin? Okay, ich muss ja erst ein Bild machen, wie groß die Sachen alle sind. So, hier die Bar. Die ist auch wieder drei Felder. So, und die Toilette. Alles klar. Okay, man geht nicht da aufs Klo, wo man ist, deswegen würde ich sagen, machen wir die Toilette. Ja, wobei, sollen wir direkt den Eingang vollmüffeln? Wir machen die mal hier hinten in die Ecke. So. Hätten wir das schon mal. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das Sandwich-Buffet mal hier hinten hin. Die Bar machen wir nicht weit davon. Dann machen wir fürs Essen. Okay, so geht es leider nicht. Machen wir so. Und zwei Getränketische. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Automaten. Good. So. We built everything this gambler type expects from a casino. Unpause the game now and watch our sheep, our esteemed guests, flock into our casino. Mir fehlt gerade die Übersicht. Wo ist mein Geld? Ach, ganz oben links. So, erstmal ein paar mehr und dann geben wir mal Gas. I can already hear the sweet clinking of money entering our slot machines. Even old Gerard showed up. Just watch. He'll go straight to the slot machines and then turn to the wine bar. If he even fits between those one-armed bandits. Each gambler type has their VIP, like old Gerard here, that act as ambassadors for their like-minded gamblers. Mm-hmm, okay. Here, you can see how happy that specific gambler type is with each aspect of our casino. I feel it. The next game will be my great win. Mm-hmm. Don't mind. The happier they are in each category, the more gamblers of this type will visit our casino. Go and improve the happiness of Gerard and his friends by adding some decoration to the casino. Me and Gerard here, we go way back.
Unlike me, he went all famous actor after our dealings in Russia. Bad idea. Now, he's one of the slot zombies. They drink wine and only play the noisy slot machines. So, dann schauen wir doch mal. Schreien. Also, wenn er spielt oder trinkt, dann brüllt er rum. Er liebt funky Musik. Er hasst beruhigende Musik. Er hasst Angeber und er hasst Feiern. Okay, er liebt einen guten Drink. Wenn er sich wohlfühlt, bringt er jede Menge Freunde mit. Ein großer Fan von Spielautomaten. Zur Hälfte Franzose und zur Hälfte Cartoon-Charakter ist er in erster Linie hier, um Spaß zu haben. Leichte Beute. Gut. So, wir sollten ein wenig dekorieren. Wo haben wir denn Deko? Hier, Dekoration. Ja, komm, hauen wir mal hier. Sollen wir noch hier die Lampen, so eine Lampe zwischenhauen? Ja, finde ich, glaube ich, ganz gut so. Acht Dekos brauchen wir insgesamt. Dann machen wir doch mal ein Ballonbouquet. Und hier auch noch meine Würfelstatue, das ist halt überall hier dekoriert ist. Now, let's add some music to our casino. You wouldn't believe how easy it is to manipulate people with music. Just make sure to use the correct music. Thankfully, people post all the info we need on social media. I put it into the trait section of each gambler type. Study it and build a few music speakers. Gut, schau mal bei dir, du liebst auch funky Music. Achso, ne, Moment, das ist ja der komplette Spieltyp, stimmt. So. So, funky. So, haben wir jetzt alle... Ah, ne, wir haben jetzt quasi noch nicht durchgängig. Good. You can never have too many decorations or speakers. But keep in mind, each object has a running cost. Oh, okay. The only way to see how our sheep gamblers like the new decorations and music is to wait for their feedback. Time is money, so let's speed it up. While we're waiting, I'll grab a quick afternoon scotch. But you'd better keep improving our casino. When we reach 60% popularity with those gamblers, I'll show you another trick. Mhm. So, da wir gerade sehr viel Verlust machen, drehe ich mal das Tempo wieder ein bisschen runter und guck mal, ob wir nicht noch ein paar weitere Automaten hier aufstellen können. Na, das Ambiente, das haut doch ordentlich rein. Sehr gut. Our casino becomes more and more popular as a gambler's happiness increases. Time to take it to the next level. Gerne doch. A larger casino attracts more gamblers. So, let's buy a new lot and expand our casino. Gerne doch. Ah, more space. Do you hear that? It must be my, our wallet cheering with joy. Although, the increased rent makes it sad. Well, I see it as an investment in our future. Because with this much free real estate, we can attract another gambler type. Okay, da ist es leider der eine Spielautomat. Ich überlege, den zu entfernen. Weil der halt genau vor dem Klo steht. So. So, let's find out what we need to build to lure them in. Select the locked gambler type to see its unlock requirement. So. They want objects we currently can't build. I'll take care of it this time. But first, let's look at their traits. Always check the traits first before unlocking a new gambler type. That way, we will know how to plan our casino. Okay, Funky Music. Das ist schon mal gleich. Aber die hassen es laut. Ja, macht natürlich Sinn.
As you can see, the posh gambler hates noisy slots and yelling gamblers. Thankfully, I got some new video poker machines. They don't make any noise. Sehr schön. Place them in the new lot, far away from the noisy slots and our yelling slot zombies. So, 5 Stück sollen wir bauen. Ich mach dir da mal wirklich hier so ganz hinten hin. Ich überlege gerade, will ich die so an der Wand entlang machen? Ich glaube, ich mache die erstmal an der Wand entlang. Great. Before we continue, we should make sure none of our yelling slot zombies uses the video poker machines. Okay, wie mache ich das? You see, our gamblers are, let's say, stubborn. When they want to play slots, they will go to the closest slot machine. Mm-hmm. But if there is no free slot machine close by, they will walk through the whole casino to find one. Well done. This should make sure the slot zombies stay in their part of the casino. Okay, wahrscheinlich mehr Automaten bauen war das Ziel, unterstelle ich jetzt mal. Now, we just need to get the posh gamblers to play at the video poker machines. Let's look at their routine to find... Remember, our gamblers are mindless sheep. They have a routine and stick to it. Ah, okay. Wir werden auch einmal auf Toilette gehen. Also erstmal trinken, dann ein bisschen spielen, dann essen, dann ein bisschen spielen. Oh, da ist unser VIP wieder, sehr schön. So, sie beginnen immer mit der obersten Aktivität und fahren dann mit der Liste fort. Wenn sie das Ende erreichen, beginnen sie erneut von oben. Alles klar. Well, looks like they always grab a drink first. So the best thing would be to place a bar close to the video poker machines. Don't forget the bar tables. So. Dann machen wir mal hier Champagner. Good. Build the remaining objects close to the bar, and we can finally greet our new, guest. Gut, dann Moment, das edle Buffet, stimmt, das brauchen wir noch. So, Meeresfrüchte. Machen wir daneben. No cuisine is better than when the bear on open fire, but I like this one here as well. Diesmal mache ich ein paar mehr Tische, weil das war im letzten Mal ist das, glaube ich, ein bisschen sehr eng. Was fehlt noch? Tische mit niedrigem Einsatz. Oh, Tische. Ja, guck, Crabs. Ich muss mal kurz schauen, weil die ja zur Toilette gehen müssen, notgedrungenermaßen. So, schön in die Ecke. Und den Tisch, den packen wir dann. I cannot stop playing, I love it. Ach, kann man sich das nicht dauerhaft anzeigen lassen? So, ich muss jetzt einfach merken, hier diese Kante. So müsste es dann entsprechend noch gehen. So. So, warte mal, Funky Music mögen die auch. Excellent. Now we just need to make them happy to empty their pockets. Austin Powder, oha. You know what to do. Build decorations and music speakers. Stimmt, die Dekoration. Okay, Boomer. It's Austin Powders on a mission. The same mission all posh gamblers are on. Getting their party on. Play that funky music. Sehr schön, frisch aus dem Kryoschlaf erwacht, hergekommen, um das Geld der englischen Krone zu verprassen. Gerüchten zufolge ist Austin auf geheimer Mission unterwegs und will daher einen klaren Kopf bewahren. Aha. Kommt nicht mit jedem klar, ist von der Musik dieses Jahrzehnts nicht überzeugt, kann laute Geräusche nicht leiden. Okay, aber alle lieben Funky Music. Also, fangen wir mal wieder damit an. Moment, wo war sie da? Hm.
So, machen wir hier noch was hin? Ich weiß gerade nicht. Ne, wir lassen es erstmal so. Aber Dekoration, da muss noch einiges mehr hier hin. So. Müssen ja auch gucken, dass alle Automaten entsprechend bespaßt werden. Und wir brauchen hier hinten auch noch ein bisschen funky Musik. So. Hast den lauten Spielautomaten... Was? Wo denn? Hier ist doch kein lauter. Die sind doch sehr weit weg von euch. Erzählt mir doch nichts. The next game will be my great win. So, wir schauen mal. Wird langsam besser. The 70s were an endless party, but this casino is quite nice as well. Especially with the decorations. So, spielen ist gut, Ambiente, es wird besser. So, Moment, jetzt muss ich mal schauen, die Dekoration hier hinten. Warte mal, wir haben noch hier einen Raumtrenner. Wollen wir das abtrennen? Macht das Sinn? Wenn wir jetzt sagen, wir ziehen jetzt hier irgendwie eine Wand durch oder so. Ah, ich weiß nicht. Bin mir noch unschlüssig. Warte mal, wir können dich doch bestimmt irgendwie umpositionieren, oder? So, weil hier, ich habe nicht gesehen, dass da noch Felder waren und der stand dann neben der Toilette. Das ist natürlich nicht gut. So, spielen wird besser. Das wird jetzt hoffentlich auch besser, wenn keiner mehr zu lange neben der Toilette steht. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran und drehen mal wieder ein bisschen an der Temposchraube. Mission in progress, baby. Good job. You're a natural. You now know everything to complete the remaining casino goals. Earn at least one trophy and you'll receive the keys to the next casino. See you over there. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir noch irgendwie unsere Finanzen hinbekommen. Weil irgendwie kommen wir noch nicht sonderlich gut klar. Aber gut, ich würde sagen, wir müssen dem Ganzen jetzt einfach ein bisschen Zeit geben, dass dann auch entsprechend mehr Gäste reinkommen. Und es wird ja langsam besser. Und die Frage ist nur, wird es schnell genug besser? Bin ich mir noch unschlüssig. 27 Spieler haben wir aktuell im Casino, das ist gut. Aber ich sehe, mir gehen langsam hier die Spielautomaten aus, da muss ich dann... Also was heißt, gehen mir aus? Es werden halt immer mehr Kunden. Mehr Spieler, die reinkommen. Oh! Ein großer Jackpot wurde ausgezahlt. Buh. Und wieder ein großer Gewinn. Oh, hör doch zu gewinnen. Ich dachte, das Haus gewinnt immer. Good afternoon, Monsieur Dan. So, ich würde sagen, wir hauen noch mal schnell 2-3 Automaten dazu. Und noch mal ein bisschen Dekoration hier hin. So. Wobei hier hinten wäre es glaube ich auch nicht verkehrt, wenn wir mal dekorieren würden. So. Und man sieht, das Geld sieht deutlich besser aus. Wunderbar. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.